echt lost. So, hier kommt auch noch eine Festung hin. Herr Jones? Inwieweit sind meine Einheiten eigentlich abgegradet? Ah, Eisenwaffen. So, das da drüben wäre eigentlich noch so eine Schwachstelle. Schicken wir mal ein paar Momillo-Helden dann nachher dahin. Gerade für so einen Fall. Klauen wir uns einen Prometer. Na, hier wird es jetzt langsam ein bisschen ungemütlich. Skopos? Skopos? Euch upgraden. Und hier rüber schicken. Und noch knapp 9 Minuten, dann kommt Gaia. Skopos? Heroische Erneuerung kann ich euch leider dieses Mal nicht geben. Kann ich euch was anderes geben? Nö. Mythische Einheiten, Sichtweite erhöhen, das kostet wieder viel zu viel Gold. Und Argus, ja, das ist toll. Das ist ein Argus-Auge und das andere sind Argusse. Du hackst weiter Holz. Wobei ich dich lieber jagen schicken würde. Aber man kann nicht alles haben. Na gut, wenn du weiter Holz hackst, kann ich hier noch einen ein Feld errichten lassen. Hier oben sehen die Truppen nicht ganz so gut aus. Wobei ich ein paar Fanatiker erschaffen könnte. Die Spinnen da, die haben es jetzt vollgebracht. So, hier sind wieder einigermaßen Truppen, wobei ich ein paar Arkusse dort auch noch gebrauchen könnte. Und hier ein paar. So, mehr Holz. Und die, ich kann keine Kiro-Balliste übernehmen, weil mein Verrat noch nicht wieder aufgeladen ist. Schade. Oh. Die errichten hier einen Palast, beziehungsweise versetzen ihn. Na, das kann ich nicht gut heißen. Prügel die mal kaputt. So. Der Gegner hat auch bereits schwere Einheiten. Hier drüben brauchen wir im Augenblick keine Truppen. Hier unten sollten wir uns drauf konzentrieren. Schade, dass die Dinger nicht heilen. So, aber nur noch knapp 6 Minuten. Dann haben wir Gaia herbeibeschworen. 3, 2, 2. Ja, ja. Ach ja, wir könnten mal den Holzabbau einfach verbessern. Vielleicht würde das ja mal helfen. Und hier noch mehr Holz. Da kommt gleich schon wieder eine Angriffsarmee. Kronos steht über allen niederen Göttern. Kronos ist auferstanden. Ja, Kronos ist frei. Yuji, ist los. Gereg. Mach die da bitte zu Helden.
Kronos, König der Titanen, 20 Bevölkerung, 50.000 Lebenspunkte, aber genauso stark wie Prometheus. Kronos, der jüngste der Titanen. Das klingt irgendwie komisch, als ob er als letztes geboren wurde. Sein Name bedeutet Zeit. Kronos wurde zum Herrscher des Universums, nachdem er seinen Vater Uranus mit Hilfe seiner Mutter Gaia, die ihre von Uranus eingesperrten Kinder befreien wollte, entmannt hatte. Ja, klingt ein bisschen komisch. Kronos herrschte während einer Blütezeit, die das Goldene Zeitalter genannt wurde. Kronos und seine Gemahlin und Schwester Rhea brachten 6 Kinder hervor, darunter Zeus, Poseidon und Hades. Aus Furcht vor einer Revolte ähnlich der eigenen verschlang Kronos all seine Kinder bei deren Geburt. Nur Zeus entging diesem Schicksal, befreite seine Geschwister letztendlich und verbannte die Titanen in die Tiefen des Tartaros. Kronos wird unablässig versuchen, aus dem Tartaros zu entkommen und die Herrschaft über die Welt wieder an sich zu reißen. Und der raucht schwarz. Und da war gerade ein Soundfehler. Kronos kommt näher. Nordische Drachenboote mit Verstärkung sind gelandet. Nur Gaia ist in der Lage, Kronos zu besiegen. So, noch ein Holzfäller, da wir Holz brauchen. Skorpus? Und jetzt kommt das große Problem. Wir können Kronos leider nicht übernehmen. Wir können nur hoffen, dass wir ihn so lange wie möglich aufhalten können. Mit unseren Heldeneinheiten. Ein Feuerriesen, was wir sowieso noch alles haben. Mein einen Baum wird er auf jeden Fall niedermachen. Yuji. Ich weiß nicht, wenn wir Glück haben, geht er jetzt da unten zu unserer zu unserem Hauptstützpunkt erst einmal. Na, zum Glück dauert es eine Weile, bis er den Baum eingerissen hat. Zumal sich der Baum auch immer wieder heilt. Das ist wiederum nicht so schön, dass da meine Sammler rumwuseln. Du fäll bitte weiter Holz. Und ja, er tötet die ganzen gekrönten Kraniche. Wissenschaftlicher Name, ne? Wie auch immer. Das hier ist keine Tierkunde. So, ziehen wir mal alle Truppen, die wir haben, dort zusammen. Und jetzt übernehme ich eine von den Ballisten. So. Na, hoffentlich können wir jetzt hier noch eine Weile durchhalten. Aber ich denke mal, das dürfte klappen, solange wie sich Kronos jetzt damit Zeit lässt, in einen Baum hier zu zerlegen. Dürfte Gaia hoffentlich bald hier auferstehen. Eure Bäume werden in den Feuern des Tartaros brennen wie Zunder. Mindestens einer von Gaias Bäumen muss überleben. Gaia muss gegen Kronos kämpfen. Ja, ach nee.
Und okay, er rennt hier oben auf dem Baum los. Also werde ich mir mal die drei schnappen und sie zur Unterstützung dahin schicken. Damit die nicht gleich ins Gras beißen, wenn Kronos hier auftaucht. Ja, Kronos hat wieder volle Lebenspunkte, weil er ordentlich regeneriert. Aber wir müssen ja zum Glück nur eine Minute warten. Und zum Glück können gerade meine Heldeneinheiten genug einstecken. Oh. Das wiederum ist etwas blöd. Was ist hier? So, ich brauche mich mal da unten. Ihr müsst diese ganzen schweren Einheiten loswerden. Noch 36, 35, 33. Ja, ich bin der mächtige Kronos. Ich stampfe einfach nur herum. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Kronos uns nicht richtig ernst nimmt. Ja, den Baum kriegt er definitiv nicht mehr kaputt, vor allem weil da noch Wald im Weg ist. Und Gaia wurde gerufen. Kronos wird fallen. Langsam brauchen wir einen Titanen auf unserer Seite. Ja. Setzen Sie Gaia ein, um Kronos zu besiegen. Jupp, Gaia ist etwas stärker als Kronos. Ungefähr doppelt so stark. Gaia. Gaia war die Mutter Erde, geboren aus dem Chaos der großen Leere. Urknall. Sie gab Uranus den Himmel und Pontos das Meer und nahm Uranus zu ihrem Gemahl. Aus ihrer Vereinigung gingen die Titanen sowie andere Götter und Wesen hervor. Nach der Entmannung des Uranus vereinte sie sich mit Pontos und beschützte Zeus, bevor dieser die Titanen entmachtete. Als Mutter Erde wurde sie als Kraft hinter allen Dingen in der Welt, gleichgültig ob beliebt oder unbeliebt, verehrt. Und die Stimme von ihr klingt gruselig. Jo. Falls ihr es nicht gemerkt habt, ihr könnt euch das sparen. Gaia ist frei. Wie ich das auch lustig finde, wie er da durch die Tore durchlatschen will. Ja. Einmal ordentlich zuhauen. Und einmal alles einstampfen. Und ja, sie ist definitiv stärker als Kronos, wie man seinen Lebenspunkten sieht, die schneller runtergehen, als sie sich heilen können. Während sie sich immer noch dagegen heilt. Also ja, sobald man es geschafft hat, Gaia zu beschwören, ist die Mission eigentlich zu Ende. Nicht wahr? Setzen Sie Ihre Gaia-Titanin ein, um Kronos zu besiegen. Jo. Was auch immer das mit der Implosion soll, weil wir können keine Implosion wirken. Krios versucht zu fliehen. Oh nein, nicht so eilig. Ah! Ah!
Heil, Castor. Die Atlanter sind jetzt ohne Anführer. Jemand muss über sie wachen und ihnen beim Wiederaufbau helfen. Der Star von Atlantis. Gegrüßt sei der Sohn des Akanthos. Ehre sei Castor. Viel Glück und auf ein Wiedersehen, meine Freunde. Bis dahin wisset, dass ich auf eurer Seite bin. Wir haben keine Zeit zu verlieren. An die Arbeit. Ja, die Credits habe ich jetzt gerade übersprungen, da DxTory die leider mal wieder nicht capturen kann, so wie beim Hauptspiel auch. Deswegen habe ich auch dieses Mal nichts gesagt währenddessen. Ja, ihr habt das Ende ja gerade gesehen. Wir haben Kronos zurück in den Tartarus geschickt. Das Tor endgültig versiegelt. Castor ist jetzt Herr von Atlantis. Akanthos ist immer noch ein Gott. Und das war es mit der Titans-Kampagne. Ja, ich gehe mal ins Hauptmenü zurück. So. Und damit wäre auch das Projekt jetzt abgeschlossen. Da wir jetzt alle Kampagnen durch haben. Wir haben Sturz des Dreizacks durch. 32 Missionen. Wir haben die Goldene Gabe durch. 4 Missionen. Und wir haben das neue Atlantis, die echte Expansion durch. Nochmal 12 Missionen. Das wären dann alles im Allen 50 Missionen. Hey, eine hübsche runde Anzahl. Ja, was soll ich noch Abschließendes sagen? Oh, wir haben noch das Tutorial durchgemacht. Hatten das Tutorial durchgemacht, jetzt fehlt jetzt hier. Wie auch immer. Was soll ich noch großartig sagen? Außer, dass mir das Projekt ziemlich viel Spaß gemacht hat, dieses Spiel nochmal durchzuspielen. Ich fand es einfach damals schon grandios, als ich es das erste Mal gespielt habe. Und auch dieses Mal war es wieder sehr cool gemacht. Ja, ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Das nächste Projekt steht schon an, das habe ich schon beschlossen, weil ich da jetzt ziemlich viel Bock drauf habe mittlerweile. Nebenbei läuft ja auch noch Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, also die Special Edition oder Extended Edition oder wie man es nennen möchte, als Let's Story, nicht als Let's Play. Und ja, wahrscheinlich wird das neue Projekt bereits starten, bevor die letzte Folge von Age of Mythology ausgestrahlt wird. Also bevor ich sie veröffentlicht werde. Ja, bis dahin würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei meinem Projekt hier. Und dann sehen wir uns bei meinen anderen Projekten. Also, bis dann.